schleiche dich im Schutze der Dunkelheit auf das Flaggschiff des Kaisers. Endlich. Cool. Was ist mit dir los? Pfeifst du mich an, oder was? Hä? Ja, ich hab mit dir geredet. Spinnt wohl. So, gut, dann lass mal eben Karte gucken und über Schnellreise wieder ein bisschen schneller hinkommen. Das könnte jetzt interessant werden, Leute. Hallo, das müsste da eigentlich... Ach, hier ist das. Ja, dann machen wir hier Schnellreise hin. Dann nehmen wir das Boot und dann schippern wir darüber. Ja. Das nennst du laufen? Gott, was ist mit dir los? Oh! Werte Schildmeid. Ah, schau. So. Okay, ich hoffe, ich finde jetzt den Punkt wieder. Okay, hier wollen wir hin. Alles klar. Hier. So, ist es auch gerade dunkel? Es ist 22 Uhr, sieht gut aus. Okay, gut. Ja, dann Steuer übernehmen. What? Ich habe nur das Steuer übernommen. Also, das ist mal ein sehr merkwürdiger Bug gewesen. Was war das denn gewesen? So gut, Leute. Nächster Versuch. Ey, was für ein dummer Ton war das denn gerade gewesen? Also das war auf jeden Fall... Da gibt's nichts zu diskutieren, das war ein Bug. So, nächster Versuch. Okay. Nein, nein, nicht so schnell. Also, okay. Leute, ich glaube, ich schwimme einfach. Sagen wir tauchen mal. So, schnell schon bitte. Los. Was ist denn das da hinten? Ist das ein Fisch? Ja, das ist ein Fisch, oder? Ich weiß es nicht. Warte mal ein bisschen schneller bitte. Irgendwie kommen wir überhaupt nicht voran. Ich muss hoch. Weiter. So, hoch jetzt hier. Ein bisschen weiter. Jetzt hoch. Halt! Das ist der Hexer! Befehl des Kaisers! Wegtreten! Okay. Also ist das gut jetzt, also die wissen, dass ich komme jetzt und machen nichts. Oder was? Okay, cool. Hexer, welch angenehme Überraschung. Ein warmer Empfang,
Danke, Eure Majestät. Wir sind im Krieg, falls es dir nicht aufgefallen ist. Ist es. Ich kann den Rauch brennender Hütten meilenweit sehen. Was willst du? Fringilla Vigo. Ihr habt Yennefer angeblich ihre Freilassung versprochen. Wie ich sehe, seid ihr ein beschäftigter Mann. Nehmt deshalb diesen Brief. Der müsste eure Erinnerung an die Loge auffrischen. Selbst die bescheidensten Anfragen von Yennefer lesen sich wie Drohungen. Hat mir immer gefallen an ihr. Na schön, sei's drum. Ihr seid wirklich bereit, ihnen zu vergeben? Amnestie gegen Hilfe? Ich bin bereit, mich an meine Vereinbarung mit Yennefer zu halten. Ihr beantwortet meine Frage nicht. Das muss ich auch nicht. Wird Zeit, dass ich aufbreche. Endlich sind wir uns mal einig. Wache, her mit Fringilla Vigo. Ihr könnt ihr die Numeritium-Fesseln abnehmen. Soweit ich weiß, muss ich euch nicht vorstellen. Lebt wohl. Fringilla, es ist lang her. Die anderen Zauberinnen sind im Ginvel bei Arzgellig. Ich habe ein Boot, das wir... Ich kann keine Boote mehr sehen. Portal? Oh, bitte, Geralt. Ich hasse Teleportation. Ja. Aber wie du willst, gehen wir. Sehr gut. Aber das ist echt so ein bisschen der Running Gag, oder? Alle 3-4 Folgen sagt er mal, dass er Teleportation nicht so gerne hat. Aber ich bin ja ganz froh, dass er das jetzt auch genommen hat. Danke, Geralt. So. Schön, da haben wir jetzt ja wirklich fast alle befreit, oder? Ich wüsste jetzt nicht, noch jemand befreien? Ich glaube nicht, ne? Fringilla. Triss! Wo ist Yennefer? Die wird bald hier sein und bestimmt mit dir reden wollen. Zweifellos. So. Wir dienen ihr, der Jungfrau, Mutter und Muhme. Und Flipper sollen wir noch treffen in den Elfenruinen. Gut, ich nehme mal ganz schnell die Karte. Stimmt, die ist ja ohne uns los. Da müssen wir hin. Man könnte natürlich auch versuchen, mit dem Schiff dahin zu kommen. Meint ihr nicht, dass man hier irgendwie durchkommt oder so? Ich meine, hier sind auch überall Fragezeichen und so. Ich würde es mal ausprobieren. Werden sie sehen. Ansonsten nehme ich das Boot und schipper dann darüber. Ich glaube, wir müssen sogar rüber schippern, hä? Huh? Okay, wisst ihr was, Leute? Ich versuche gleich direkt rüber zu schippern. Machen wir es so. Halte ich für die bessere Idee. So weit ist es ja nicht. Ich hoffe eher, dass es jetzt korrekt ist, hier mit dem Boot herzugehen. Oh nein, der kommt gleich was. Okay, er hat uns in Ruhe gelassen, sehr gut. Bedient euch lieber bei den Fischen. Die schmecken sowieso nicht so gut. Leute, es lief ja besser als erwartet. So.
mich gerade sehr an GTA, wie ich eingepackt habe. Wir mal meditieren. Da würde ich gerne mal reparieren eben. So. Da sind wir. Einfach großartig. Hey, sieh dir das an. Gehen wir. Und jetzt? Lässt du dir neue Augen wachsen wie Vilgefortz? Ich weiß noch, als ich ihn umbrachte, da waren sie noch nicht ausgewachsen. Sahen ekelhaft aus, aber... Diesen Perversling erwähnst du wohl rein zufällig. Klar. Ich habe auch von einem reichen blinden Zwerg aus Mahakam gehört. Der hatte zwei riesige Rubine in den Augenhöhlen. Natürlich hat er damit nichts gesehen, aber angeblich sah es sehr geschmackvoll aus. Tolle Geschichte. Hörst du? Mhm. Was hat sie gesagt? Du bist nicht der Typ. Komm näher. Was ist denn dein Schatz, Alter? So. Ja, komm her. Zu weit weg. Wo ist denn die Sirene? Hier. Schön ist das gleich ein Ort der Nacht in der Nähe. Sie wurde von Ertrunkenen geschützt. Mann, sind das viele. Hoffentlich willst du hier nicht im Arsch rumfingern. Wir haben hier schließlich was vor. Moment. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Macht. Also, wie kommen wir da? Die Treppe. Ich repariere sie. Na dann. Fertig. Gehen wir. Schön. Gut gemacht. Mir sind die Spannungen zwischen dir und Yennefer und Triss nicht entgangen. Das ist schwer für Ciri, glaube ich. Manchmal frage ich mich, ob ihr drei wisst, wie das wirkt. Triss spielt Ciris große Schwester, wartet aber gierig auf eine Chance, mit dir ins Bett zu hüpfen. Du und Yennefer spielt die Eltern. Gut beobachtet. Das klingt schon wieder komisch. Was ist das denn? Philippa? Genau. Wenn du es also auf einen Fünfer abgesehen hast, da ist eindeutig kein Platz mehr. Was ist mit dem Riesenfiedel? Lela! Chuchul ist schon oben, ne? Glaube ich. Ja. Wirbelwind! Weiter. Komm. Krieg einiges aus der Gute. Au! Ganz ruhig. Vermick mit dir.
So chillt. Scheiß auf hier. Na. Oh. Meine Fresse. Nur bald Stufe 32. Und jetzt? Muss ich denn alles für dich machen? Siehst du den Wächter, der auf Bezahlung zu warten scheint? Hab gerade kein Kleingeld. Er will Blut, keine Münzen. Das ist Fjallan aus der Elfenlegende. Liest du eigentlich gar nichts? Sehr. Dankeschön. Der Kaiser muss Yennefer ja unwiderstehlich finden. Ihn dazu zu kriegen, dass er die Sicherheit der Loge garantiert? Was hältst du davon? Was ich davon halte, das ist offensichtlich eine Suggestivfrage. Kein Geralt, ich bin müde, setzen wir uns und plaudern zur Einstimmung? Legst du so viel Wert auf das Vorspiel? Du solltest mit Yennefer reden. Da ist eindeutig was nicht geklärt zwischen euch. Yennefer ist schon immer eigene Wege gegangen. Ich bin ganz gerührt, dass sie sich diesmal für die Belange der Loge interessiert. Du traust dir nicht. Dann geh, sobald die Jagd besiegt ist, und such dir anderswo eine Zuflucht. Redanien hat ein Angebot, wie ich höre. Da würde ich eher meinen Kopf ins stachelige Maul eines Zeugels stecken. Danke, aber ich habe andere Pläne. Diese Abmachung mit Amhir, die ist Sache der Zauberin. Frag wen anders aus. Sie hat dir also nichts gesagt. Was ist mit persönlichen Plänen? Hat sie irgendwas erwähnt? Eine mögliche Beraterposition? Neben einer jungen, vielversprechenden Kaiserin? Bleib von Ciri weg. Sie ist erwachsen, Geralt. Das vergisst du ständig. Sie kann selbst entscheiden. Also dann. Weiter? Meinst du nicht, du solltest langsam aufhören, dich in Ciris Leben einzumischen? Nein. Aber dir ist schon klar, dass wir nicht irgendein Wolfsrudel sind, das du ihr mit dem Schwert vom Hals halten kannst? Und ob ihr das seid. Und natürlich kann ich das, wenn es sein muss. Wie sehe ich das genauso? Wir mischen uns ja nicht bei Ciri ein, wir helfen ihr nur. Und sie nehmen die Hilfe ja auch gerne von uns an. Warte, hier ist etwas. Fühlst du es? Nein, mein Medaillon. Lächerlicher Schnickschnack, lass ich nicht lache. Die Einstimmung auf Elfenmagie ist etwas schwieriger, als ein übel riechendes Monster zu erschnüffeln. Sieh her. Ahan Luma! Ist der Sonnenstein hier? Steh nicht rum und guck doof. Versuch lieber, die Spiegel zu bewegen. So, richte das Spiegelsystem korrekt aus. Okay. Ja, was ich noch sagen wollte, eigentlich sind wir ja wirklich der Einzige, der sich bei sich eben nicht entleben möchte. Und hier mal die Entscheidung lassen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, Leute.
überlege ich gerade, wie ich das ausrichten soll. Es gibt ja nur zwei Optionen hier. Das sieht doch schon gut aus. Ich würde das so lassen. Okay, ich muss jetzt erstmal gucken hier. Ich teste mal eben die anderen. Das würde sich ja fast lohnen, Portale aufzubauen. Durch den Spiegel. What, wie komme ich denn da hoch? Komme ich da hin? Dann bist du hässlich. Gut. Ein Geist. Was machst du denn hier? Moment. Und drauf. Komm her. Nein, nein. Diese Stufe 28 sind die. Ja, am Ende müssen halt alle Strahlen hochgehen, oder? Würde ich mal schätzen. Wie komme ich da hin? Das sieht bequem aus. Jo, genau, wäre. Also so. Okay, also ich weiß schon mal, wie ich zum dritten Spiegel komme. So, und drauf. Noch mehr. Los! Mehr. Ah, shit, ich hätte mal zuhauen sollen. Moment, nochmal. Da hinten war was gewesen. Okay, ich hab's gelöst. Also war jetzt auch nicht so schwer gewesen. Ich hole mal ein paar Blaubeeren rein zur Belohnung. Lecker Blaubeeren. So, untersuche den Sandstein. Das ging doch gut. Da hinten muss ich hin. Jetzt kommen sie nicht mehr hoch. Oh, ist das aber ernst? Okay, cool. Endlich. Her damit. Und dann nichts wie weg hier. Nicht so schnell. Wir müssen noch was besprechen. Lass mich raten. Du musst weg. Jetzt wirst du mir erzählen, warum du den Sonnenstein viel dringender brauchst als wir. Und dann verwandelst du dich in eine Eule und zisch! Keine Ahnung, wo du diese lächerlichen Ideen hernimmst. Ciris Sicherheit ist mir jetzt am wichtigsten. Aber ich will mit dir über die Zukunft reden. Meine Zukunft. Nilfgaard wird dir gefallen, zweifellos. Ich empfehle die frische Gebirgsluft von Nazair. Ha! Und Yennefer meint, du hättest keinen Sinn für Humor. Jetzt hör gut zu. Sobald wir die Jagd besiegt haben und Ciri in Sicherheit ist, wird Yennefers kometenhafter Aufstieg am kaiserlichen Hof ein jähes Ende finden. Was mir wunderbar in den Kram passt. Ich bin an einer Wiederbelebung der Loge nicht interessiert, wenn ich nicht die entscheidende Stimme habe. Und das erzählst du mir, weil? Wenn ich irgendwas weiß, dann, dass du mit Ciri aus der Hintertür schlüpfen und in die Wildnis verschwinden willst, sobald wir die wilde Jagd besiegt haben.
Stimmt's? Sehr romantisch. Aber vielleicht solltest du nicht dem Mädchen das Leben zerstören, sondern Yennefer mitnehmen und gehen. Du willst Jens Platz an Emirs Seite einnehmen. Und an Ciris. Du wirst wohl verstehen, dass das unvermeidlich ist. Und ich zöge es vor, wenn Yennefer so weit weg wie möglich wäre, wenn das geschieht. Es wäre teuer, wenn sie im kaiserlichen Verlies schmachtet. Und es würde einen falschen Eindruck machen. Noch mehr weise Worte? Oder können wir gehen? Du kannst gehen. Ich weiß, dass du zu tun hast. Ich werde schon allein zurückfinden. Nein, muss ich am Boot fahren. Okay. Lass aber nach wissen, was alles bereitet. Na gut. Na gut. So gut, Leute. Raus geht's. Endlich. In die frische Luft. Schön. So gut, dann würde ich erstmal an dieser Stelle Schluss machen. Wir machen nochmal ganz schnell Schnellreise. Mein tolles Schild. So, wir machen hier hin. So, das sind wir. So gut, Leute. Dann würde ich an dieser Stelle aber erstmal Schluss machen mit dieser Folge. Ich werde Priesterin, wenn ich groß bin. Ich will keinen stinkenden Mann. Irgendwie witzig. Also Leute, ne, dann würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns nächste Folge wiedersehen. Vielen Dank fürs Zugucken und so. Und ja, wie gesagt, bis zum nächsten Mal dann. Macht's gut. Tschüssi. Hey da! Auf jeden Fall sehr schön, wieder an der frischen Luft zu sein. Was für üble Frevel hast du da mit dieser Hexe begangen? Gesundheit.